Ja, hallo meine Lieben, zurück zur Nachspielzeit der Werder Bremen Podcast mit Jessica und Tobias. Und wir gehen herzliche Glückwünsche, gehen wir jetzt an Jens Day. Der hat nämlich nach 2 Jahren endlich mal wieder ein Spiel der dänischen Nationalmannschaft spielen dürfen. Er ist in der 57. Minute eingewechselt worden. Partie endete 2:2. Bin nicht der Typ für das Spektakuläre, sagte hier unser Antonio Jung. Es geht so ein bisschen im Gespräch, er hat so ein Interview gegeben bei der Deichstube, dass er sich mit 33 Jahren noch nicht so Fußballruhe setzen möchte und dass er quasi noch das bei Werder ein bisschen die Zeit verbringen möchte. Aber es klang so ein bisschen, wenn man ganz ehrlich bin, der Spieler hat Angst, weil er nicht weiß, was danach passiert, weil Werder Bremen noch kein Angebot gegeben hat und ich glaube, das wird auch nicht kommen. Der Spieler ist 33 Jahre alt. Ich meine, der will vielleicht nochmal einen Anschlussvertrag haben. Kannst du höchstens sowieso noch ein Jahr geben, dann ist er nämlich 34. Aber die Frage ist, kriegen wir da nicht andere für, kriegen wir nicht bessere? Der macht dann einen Kaderplatz frei und dann wird er uns am Ende der Saison verlassen, da gehe ich mal von aus. Oder seht ihr das anders? Ich meine, so ist das Profigeschäft eben. Habt ihr das Interview gesehen bei der Deichstube? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Schmidt ist ja in Bestform aktuell, der hat das ein Kaderwert, dein Marktwert um 13, also auf 13 Millionen gesteigert. Jetzt geht das aktuell schon wieder los, ob man ihn verkaufen sollte oder nicht. Die ersten Gespräche, Diskussionen sind schon im Chat bei X und so weiter. Die Bild schreibt jetzt auch, der Vertrag bis 2026 und keine Ausstiegsklausel. Das heißt, Werder kann da frei verfügen über den Verkaufspreis. Also wenn der jetzt noch weiter performt, dann geht er bestimmt noch auf 15, 18 Millionen hoch. Dann solltest du 20, 25 Millionen für den kriegen und dann kannst du auch ordentlich einkaufen, den neue holen. Denn ist das nicht so schlimm, wenn er geht. Dann kriegen wir da auch andere für. Die verteilt man das ein bisschen mehr im Kader. Wir müssen dringend, wenn wir nach oben wollen, den Kader umbauen. Die Baumannleichen müssen weg. So, wenn Romano weiterhin so gut performt, sprich über die gesamte Saison, diese Performance halten kann, wird es definitiv teuer werden für andere Vereine. Aber gut, man weiß ja, wie man mit der Insel drauf ist. Die geben gerne unmoralische Angebote. Wir haben hier auch nochmal Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Schmidt ist Werders Goldjunge oder Goldgrube. So ist ja die Frage, will er dann überhaupt den Verein verlassen? Und wenn ja, wohin? Wenn so ein, ja, quasi ein Gespräch zustande kommt, dass er vielleicht auf die Insel kann oder in der Bundesliga einen höheren Verein kriegt. Ich glaube, dann müsste er weg. Aber dann müssen wir uns mal überlegen, wer hätte Interesse an ihm? Sehen wir ihn in Dortmund? Aktuell nicht. Sehen wir ihn in München? Aktuell nicht. Sehen wir ihn in Leipzig? Ich würde sagen, aktuell nicht. So. Das wäre auch vielleicht wieder ein Spieler für Stuttgart, obwohl die verkaufen für den Preis immer ihre Spieler, also glaube ich das auch nicht. So, wo könnte er denn sonst noch hinwechseln? Habt ihr Ideen für Deutschland? Oder denkt ihr, er wird einfach das Land wechseln? Schreibt mir mal gerne deine Meinung in die Kommentare. So, hier schreibt einer gefühlt nichts Neues und es geht einmal darum, um die Werner-Tabelle bei Werder Bremen. Was hat denn jetzt der Trainer bis jetzt geleistet? Wir sind hier auf, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Platz mit 86 Punkten, 23 Tore minus hat er bis jetzt erwirtschaftet in allen Spielen zusammen. Wir kriegen im Schnitt 1,75 Gegentore pro Spiel. Das heißt, in 74 Spielen hat er 130 Gegentore gekriegt. Das ist schon recht viel. Wir haben das erste Jahr in der ersten Bundesliga Platz 13 gemacht, ist Platz 9. So, wir sind ganz knapp vorbeigeschraubt mit einem Tor, was uns fehlt im internationalen Geschäft. Normalerweise kann man bis dahin sagen, wäre das auf Zielkurs. Aber wenn ich mir aktuell dieses Spielsystem ansehe, das 3-4-2-1, dann kriege ich das nackte Kotzen. Vorne die Stürmer, die kriegen keinen Ball mehr auf die Kette und hinten sind wir anfällig. Auszeichnung von Mike Lukovic ist ja auch mal demnächst vielleicht mal ein Spieler, den man auch mal in der ersten Mannschaft ausprobieren könnte. Ich meine, wir haben aktuell ja so ein Stürmerproblem. Der hat hier in der 5. Liga 50 Tore geschossen, hat dafür noch die Torjägerkanone nachträglich gekriegt von Peter, Nils Petersen, meine ich.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Denn Trainingsupdate. Oliver Lehmann fehlte heute krank. Justin Veljkovic stark top und Kishi trainieren wieder, aber jeder für sich alleine. Werder bleibt vorsichtig und sparsam. Wir haben einmal erfahren, warum Werder diese 38 Millionen, die er von Baumann und Co. gekriegt hat, nicht ins Risiko gegangen ist und die rausgekloppt hat. Weil aktuell gibt es wohl noch diesen Rechtsstreit zwischen Dance und Sky. Und man ist sich nicht sicher, wie das nächstes Jahr aussieht in der nächsten Saison, ob man genug Geld überhaupt kriegt. Und da man da jetzt ein bisschen vorsichtig ist, hält man das Geld jetzt ein bisschen fest. Man muss hier auch ganz klar sagen, Werder dümpelt so ein bisschen damit rum. Es hieß eigentlich, die wollen damit die Infrastruktur verbessern, aber auch das wird immer nur so sporadisch gemacht. Gut, müssen wir jetzt abwarten, aber normalerweise sollte das über die Bühne gehen, dass Dance und Sky sich einigen. Dann gibt es TV-Gelder und ich hoffe, die steigen mal hier. 45 Millionen ist nicht gerade viel. Aber wir können das nämlich sehen. Hoffenheim zum Beispiel kassiert 65 Mille. Also da müssen wir auch mindestens hin, wenn wir uns in der Tabelle auch verbessern wollen. Denn ist einmal das Gespräch gelaufen, Michael Weiser, ist er der Kandidat? Wir haben das aktuelle Spielsystem 3-4-2-1. Da spielt er ja weiter vorne. Er ist mehr flexibel einsetzbar und ja, seine Anpassungsmomente bedarf er nicht. Er kann dieses Spielsystem spielen, er kann hinten vorne und in der Spitze eigentlich spielen, aber ich sehe eigentlich, wir sollten zurückkehren zu unserem 3-5-2 und sollten dieses neue Spielsystem erstmal wieder aufgeben. Da haben wir die Spieler gar nicht für. Wie ist denn deine Meinung dazu? Sag mir das mal gerne in den Kommentaren. Derek und Felix, die sind grundsätzlich auch sehr stabil und laufstark, das stimmt. Obwohl der letzte Quäntchen Glück und Fehlpass am Ende, also beide auch so ein bisschen auszeichnet. Eigengewächse. Habe ich in der Beitrage schon mal drüber gesprochen gehabt. Wer hat denn die meisten Eingewechsel? Könnt ihr mir das nennen und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wer da steht hier aktuell auf dem 10. Platz der ganzen Bundesliga? Wir haben aktuell 4 Eingewechsel auf dem Platz. Und da geht bestimmt noch was. Man könnte noch mehr hochziehen. Dann haben wir hier einen schönen Regenbogen, der einmal über das Weserstadion kommt. Das soll Glück bringen. Und Werder möchte die Partie Wolfsburg, Leverkusen, Paderborn, Gladbach und Kiel bestreiten und möchte natürlich alle siegreich bestreiten. Aber ich glaube, in der nächsten Pokalrunde müssen wir auf jeden Fall weiterkommen. Das ist wichtig. Wolfsburg, das müssen wir einfach schlagen. Deswegen hoffe ich auch, dass wir das 3-4-2-1-System aufgeben werden. Leverkusen, da sehe ich schwarz, aber Paderborn wird vielleicht ein Unentschieden. Aber eigentlich müssen wir das ziehen. Borussia Mönchengladbach hängt unten durch. Wenn die bis dahin nicht den Trainer gewechselt haben, können wir da was holen. Und Kiel, ja, das müssen wir auch irgendwie holen. Dann würde ich nämlich 3 Punkte bei Wolfsburg, 3 in Paderborn, 3 bei Gladbach und 3 bei Kiel. Das wären dann 4 mal 3 sind 12 Punkte, die wir aus den 5 Spielen holen müssten. Wie wäre da eure Rechnung? Habt ihr da schon mal durchgeknobelt? Was wollt ihr an Punkte da rausholen und was ist realistisch? Peter Niemeyer, wir möchten das, was wir gegen Freiburg haben, vermissen lassen. Und das war sehr, sehr, sehr viel gerade im Sturm. Jetzt wieder auf den Platz bringen und so etwas an der Durchschlagskraft feilen. Dadurch wollen wir Schwung aufnehmen für die nächsten Spiele. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir den Schwung auch mitkriegen. Und dann gab es ja nochmal, Schmiddi hat in Österreich ja Norwegen überrollt. Und der hat echt einen guten Lauf. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich mal gespannt, wo seine Reise demnächst hingehen wird. Was ist denn euer Wunschbetrag? Wollt ihr, dass Romano bleibt? Wollt ihr ihn abgeben? Und wenn, für welche Summe würdet ihr den ziehen lassen? Schreibt mir das mal gerne in den Kommentaren. Und ich würde einfach sagen, wir schnacken im nächsten Video. Bleibt sportlich, bleibt lieb. Und wir hören voneinander.